Willkommen zurück zusammen in Lacuna, Folge 2. Wir müssen hier mal ein bisschen gucken, immer, wie lange wir die Folgen machen, weil wir das Spiel nicht manuell speichern können und es immer nur von selbst speichert. Das heißt, wenn wir hier falsche Entscheidungen treffen, dann sind die für immer. Und ja, deswegen muss ich immer mal gucken, wann das Spiel gespeichert hat und kann da nicht random aufhören, damit wir irgendwas vielleicht nicht nochmal spielen müssen oder so. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier in der Schule gelandet sind oder vielleicht zu Hause. Ich erkenne es ehrlich gesagt noch nicht. Reden? Mit dem Computer reden? Weiß nicht, ob das gesund ist. Okay, hier gibt es sonst aber auch nichts mehr. Doch, ein Stuhl. Können wir uns draufsetzen? Ja, bringt aber nichts. Lehrer. Alles klar. Okay, vielleicht haben wir auch einfach von zu Hause am PC Unterricht. Das kann natürlich auch sein. Habe jetzt gar nicht dran gedacht, aber eigentlich naheliegend jetzt. Scheint ja etwas in der Zukunft zu spielen. Wenn jetzt alle da sind, Mira, können wir ja loslegen. Bitte sei in Zukunft pünktlich. Heute Morgen habe ich euch unsere Lernplattform und den Lehrplan für dieses Schuljahr vorgestellt. Wie ihr gesehen habt, sind die Lerninhalte größtenteils identisch mit denen von zu Hause. Den Rest des Tages werden wir euer Grundwissen über unser Sonnensystem auffrischen. Vieles davon ist wahrscheinlich nicht neu für euch, aber ich möchte sicher gehen, dass ihr alle auf demselben Stand seid. Albert? Ich weiß das alles schon. Kann ich die Stunde hier freimachen und später wiederkommen? Nein, ich habe euch noch nicht einmal gesagt, worüber wir genau sprechen werden. Ich rede kurz mit meinem Vater, okay? Der schreibt mir bestimmt eine Entschuldigung. So funktionieren Entschuldigungen nicht, Junge. Der Unterricht ist für alle verpflichtend, auch für den Sohn unseres Sicherheitschefs. Dein Vater wird mir da sicher zustimmen. Okay, also so kriegen wir langsam die Charaktere ein bisschen vorgestellt. Der Albert ist anscheinend ein ziemlicher Schlaumeier und sein Vater ist very important, deswegen fühlt er sich auch very important. In eurem Schulpaket war eine Karte von unserem Sonnensystem enthalten. Wie ich sehe, haben sie manche von euch schon aufgehängt. Sehr schön. Bitte überprüft kurz, ob ihr alle eure Karte bekommen habt. Ihr braucht sie für eure nächste Aufgabe. Oh no. Drücke Leertaste, um den Ermittlungsmodus deines AR-Moduls anzuschalten. Wenn er aktiv ist, werden Objekte in deiner Nähe sichtbar, die untersucht werden können. Haben wir den nicht schon an? Es leuchtet doch schon alles weiß, was wir interagieren können. Oder ist es was anderes? Achso, hier muss ich weiter drücken. Wähle mit Tab und, was ist das? Das Shift auch? Ein Objekt aus. Warum denn mit Tab und Shift? Oh Gott. Naja gut. Ich versuche mich dran zu gewöhnen. Benutze dann E oder Linksklick, um die Objekte zu untersuchen. Okay. Du kannst weder mit Gegenständen noch mit Personen interagieren, während du im Ermittlungsmodus bist. Okay, also ist das was anderes. Also es gibt einmal dieses Interagieren und einmal Untersuchen. Also ist was, also verschiedene Sachen sind das. Ja gut, habe ich verstanden. Soll ich den jetzt anschalten? Das wird das sein, oder? Okay, ich muss nicht Tab drücken. Sehr gut. Hallo, mein Schatz. Wir haben dich knapp verpasst. Hab viel Spaß in der Schule. Wir sind heute Nachmittag zurück, Mama. Scheiße. Das ist die Karte gewesen. Mist. Gara, Druvia, New Jordan. Damit können wir nichts machen. Schließen. Und das ist hier eine Karte von den Stockwerken, oder? Schutzraum, das ist bestimmt wichtig. Ist auf der vorletzten Ebene. Rechts. Ein Fluchtband, der die nächstgelegenen Schutzräume zeigt. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Eine Karte von den sechs und ihren Monden. Okay. Na dann. Hallo Lehrer, ich habe die Karte gefunden. So wie es aussieht, habt ihr alle eure Karte erhalten. Sie wird euch dabei helfen, eure nächste Aufgabe zu lösen. Ich habe noch eine andere Quelle für euch, nämlich einen Auszug aus einem Zeitungsartikel.
Ich schicke euch jetzt den Artikel und einen Lückentext. Oh Gott. Öffnet euer Cell und überprüft den News und den Aktentab. Wenn ihr denkt, dass ihr den Lückentext gelöst habt, könnt ihr ihn einreichen. Manchmal kann es hilfreich sein, für einen Moment innezuhalten und nachzudenken. Neue Akte unser Sonnensystem. Manche Bänke, Sofas und Stühle kannst du nutzen, um dich hinzusetzen, in dein Zelt zu schauen und in Ruhe über alle Hinweise nachzudenken. Okay. Dann sollten wir das jetzt wahrscheinlich tun. Hinsetzen. Neue Aufgaben. Jetzt gehe ich hier rein, oder was? News werden in diesem Tab gespeichert. Das kleine Ausrufezeichen signalisiert, dass es neue Inhalte in deinem Cell gibt. Mhm. Akten werden zu diesem Tab hinzugefügt. Wähle die richtigen Antworten für den Lückentext aus. Wenn du die Akte hochladen kannst, erscheint unten rechts ein Einreichen-Button. Du hast nur einen einzigen Versuch. Oh. Dann kriege ich gleich eine schlechte Note. Nujarin, das Ende der Lithium-Technologie. Vom 3.5.1790. Es sah wahrscheinlich nicht nach Christus, oder? Weil sonst wäre es ja in der Vergangenheit. Naja. Nujarin Schuss Tagesblatt. Martha Bold. Fast 400 Jahre lang stellte die Lithium-Ionen-Technologie den absoluten Standard für die Herstellung von Akkus dar. Noch bis vor kurzem hatte niemand mit dem plötzlichen Durchbruch von Thylanium-basierten Energiespeichern gerechnet. Erst vor 2 Jahren gelang es Forschern, einen Prototypen für Thylanium-Akkus herzustellen, dessen Speicherkapazität, Gewicht, Energie und Langlebigkeit die von Lithium-Akkus weit in den Schatten stellen. Als letztes Jahr hohe Vorkommen des seltenen Thylaniums unter der Felskruste von Drovia entdeckt wurden, begann ein neuer Goldrausch, wie wir ihn seit der Errichtung von Garas ersten Mondkolonien nicht mehr gesehen haben. Sowohl Nujarin als auch die Föderation versuchen nun, sich einen Platz auf der Oberfläche des Planeten zu sichern, um an dieser bevorstehenden technologischen Revolution teilzuhaben. Okay. Dann schauen wir uns die Akte mal an. Unser Sonnensystem 1800-0104, das ist wahrscheinlich auch das Datum. Die erste Weltraumkolonie wurde 1608 errichtet. Es handelte sich um eine kleine Forschungsstation auf Millen, einem der 3 Monde von der Wiege der Menschheit. Seither hat die Menschheit fast das gesamte Sonnensystem erobert. Die Kolonialisierung von Drovia begann erst vor ungefähr einem Jahr. Savianten von dem Planeten, der Drovia am nächsten ist, haben dort nun ihre eigene Kolonie gebaut. Euer neues Zuhause, den Sektor 2. Hä? Aber ich dachte, wir sind auf Drovia. Ach so, sind wir auch, oder? Ach so, ja, klar. Okay, nee, wir kommen von dem Planeten, der am nächsten zu Drovia ist. Oder? Das ist dann Nujarin wahrscheinlich? Hier können wir Savianten nicht nur unsere eigene Nation errichten, sondern uns auch den Zugang zu einer der wichtigsten Ressourcen der Gegenwart sichern. Durch technische Innovationen ist der Preis von blablabla im Verlauf des letzten Jahres durch die Decke gegangen. Es wird wahrscheinlich nicht Lithium sein, sondern Thylanium. Ja, da haben wir die 3 Sachen zur Auswahl. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. Genau, hier geht es nämlich um das Thylanium, was jetzt das Lithium ersetzt. War der Standard, Durchbruch von Thylanium, erst vor 2 Jahren gelang ein Prototyp. Genau, haben Lithium in den Schatten gestellt. Und genau, es wurden
Tellanium in der Felsgruppe von Drovia entdeckt. Ja. Genau, da geht's um diese dritte Antwort. Und dann können wir uns vielleicht nochmal hier das angucken. Hallo? Nein? Ach so, Ermittlermodus, Entschuldigung. Im Ermittlermodus geht es nur. Nee, die wollte ich nicht. Die hier. Ah ja. Genau, Drovia Nujarin. Das ist der nächste zu Drovia. Gara ist weiter weg. Und der hier hat wahrscheinlich drei Monde. So ist es bestimmt gemeint. Das heißt, das erste wird Gara sein. Setzen wir uns nochmal. Akten. Genau, die erste Weltraumkolonie wurde bla 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 errichtet. Es handelte sich um eine kleine Forschungsstation auf Millen, einem der drei Monde von Gara, der Wiege der Menschheit. Seither hat die Menschheit fast das gesamte Sonnensystem erobert. Die Kolonialisierung von Drovia begann erst vor ungefähr einem Jahr. Savianten von Nujarin, dem Planeten, der Drovia am nächsten ist, haben dort nun ihre eigene Kolonie gebaut, euer neues Zuhause, den Sektor 2. Das ist, glaube ich, richtig. Hier können wir Savianten nicht nur unsere eigene Nation errichten, sondern uns auch den Zugang zu einer der wichtigsten Ressourcen der Gegenwart sichern. Tellanium. Durch technische Innovationen ist der Preis von Tellanium im Verlauf des letzten Jahres durch die Decke gegangen. Ich denke, das wird so richtig sein und wir reichen das jetzt einfach ein und hoffen, dass wir eine 1 kriegen. Willst du die Akte wirklich einreichen? Ja. Okay, Mira, ich habe deinen Lückentext bekommen. Dann gehen wir ihn mal durch. Oh Mann, ey, es ist echt wieder Schule. Die erste Antwort ist korrekt. Die Menschheit stammt von Gara und hat von dort aus die anderen Planeten besiedelt. Schauen wir uns die zweite Lücke an. Die Frage war zu einfach, oder? Unser Heimatplanet Nujarin hat seine eigene Kolonie auf Drovia errichtet. Kommen wir zur letzten Frage. Korrekt. Gara und Nujarin bauen auf Drovia Tellanium ab. Das ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Prima, Mira. Sieht aus, als hättest du einen guten Überblick über das Sonnensystem. Kommen wir zur nächsten. Moment mal. Was war das? No, jetzt müssen wir jetzt schon in den Schutzraum. System. Verbindung beendet. Ihr Gespräch wurde wegen eines Notfalls unterbrochen. Strukturschäden wurden festgestellt. Die Sicherheitsräume werden in 60 Sekunden abgeregelt. Ach du Scheiße. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich zum nächstgelegenen Schutzraum. Konsultieren Sie den Fluchtplan in Ihrer Wohneinheit. Warte, was? Oh, fuck. Ich bin hier, wir müssen 2 runter und dann rechts. Und, ich glaube, wir müssen rennen. Nein! Fuck, wie komme ich hier raus? Lass mich hoch! Ich kann hier nicht hoch. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Oh Gott, es wird eine Katastrophe, Leute. Wo komme ich jetzt nach oben? 40 Sekunden bis zum Lockdown. Wir müssen runter, oder? Ich hoffe, das ist richtig. Hilfe, bitte, irgendjemand. Hey, du, bitte hilf mir, die Tür klemmt. Ich... Noah! Mira, lauf, wir müssen uns beeilen. Aber sie... Bitte, nimm meine Hand und zieh. Ach, Mann, ey. Es klappt! Ja, dann komm raus jetzt. Okay, wir laufen hinter ihr her und hoffen, sie weiß, wo es lang geht. Hier runter und dann rechts. Lauf, Mädel, komm. 10 Sekunden. Ach du Scheiße, Leute. Also entweder das ist jetzt richtig oder wir sind tot. Wir schaffen das nicht mal mehr rechtzeitig, oder? Scheiße. Guck mal, ich stand direkt davor. Ich hab nicht mal das auf die Kette gekriegt. Well. Ja. Selbst nach 10 Jahren fühlt es sich noch seltsam an, seine Ex zu treffen. Oder vielleicht auch nicht, wenn man keine Gefühle mehr für sie hat.
Und wenn nicht gerade ein Krieg droht. Ich wusste nicht, warum ich überhaupt zugestimmt hatte, Cat an diesem Tag zu treffen. Gedanklich hing ich immer noch auf der Arbeit fest. Meine Einheit war für die Sicherheit eines der wichtigsten Besucher in der Geschichte Garas verantwortlich. Joseph Banny, Außenminister von Drovia. Seine Verhandlungen mit unserem Präsidenten würden das Verhältnis zwischen unseren Planeten für Generationen prägen. Und jetzt saß ich hier und diskutierte mit meiner Ex darüber, wie oft ich etwas mit unserer Tochter unternehmen sollte. Okay, jetzt sind wir wohl ganz anders. Ich weiß jetzt nicht, was genau passiert ist. Sind wir jetzt mit Mira gestorben und was für Bezug hat Mira jetzt zu diesen beiden hier? Okay, wir sind Neil und reden mit unserer Ex Catherine. Und anscheinend haben wir eine Tochter. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Eltern sind oder ob das was komplett anderes ist, aber das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Catherine. Neil, hörst du mir überhaupt zu? Sorry, ich war kurz abgelenkt. Hast du den Radionachrichten zugehört? Tut mir leid, Cat. Es ging um Bunny. Ich bin echt auf glühenden Kohlen wegen dieser ganzen Sache. Du hast dich kein bisschen verändert. Du weißt genau, wie wichtig es dieses Mal ist. Ja, das sagst du immer. Lass uns über Laura reden. Deswegen sind wir doch hier, oder? Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Du besuchst sie nie, du rufst sie nicht zurück. Du bist ungerecht. Ich habe mir diesen furchtbaren Film mit dir angeschaut, den du nicht sehen wolltest. Ernsthaft, Neil? Das war vor 5 Wochen. Seitdem hast du kaum auf ihre Nachrichten reagiert. Ich verstehe nicht, wie du sie so behandeln kannst. Das hat sie nicht verdient. Wenn ich ehrlich bin, mag ich es einfach nicht, Zeit in unserem alten Zuhause zu verbringen. Was? Warum? Wir sind ehrlich, das erinnert mich an unser gemeinsames Leben. Wahrscheinlich, weil es mich an unser gemeinsames Leben erinnert. Das schien dir damals nie so wichtig zu sein. Das hast du dir schon immer eingeredet. Klar, ich habe mir das eingeredet. Du warst nie zu Hause, Neil. Ich hatte gerade erst mit meinem neuen Job beim CDI angefangen. Keiner meiner Kollegen war viel zu Hause. Wie auch immer, wir haben das oft genug diskutiert. Laura ist jetzt ein Teenager und braucht ein zweites Elternteil, mit dem sie reden kann. Und für mich wäre das ehrlich gesagt auch eine Erleichterung. Ich versuche mich zu bessern, okay? Prima, warum besuchst du sie ja nicht gerade? Sie ist zu Hause und ihr habt eure Ruhe vor mir. Ich habe jetzt noch einen Termin. Ja, okay, wir gehen unsere Tochter besuchen. Also falls wir können. Echt? Laura wird sich freuen. Ich muss jetzt los. War schön, dich zu sehen. Dich auch. Na, ja, geht so wahrscheinlich, ne? Als ich mich auf den Nachhauseweg machte, war ich wütend auf mich selbst. Nicht, weil ich meiner Tochter nicht zeigen konnte, wie viel sie mir bedeutete, sondern weil sie mir tatsächlich nicht so wichtig war, wie sie es verdient gehabt hätte. Oh. Zumindest fühlte es sich damals so an. Ich stand unter massivem Druck wegen Bennys Besuch. Und es fiel mir schwer, an irgendetwas anderes als meine Arbeit zu denken. Okay, wer ist Benny? Das war cool, jetzt haben wir so eine Erzählstimme, die uns ein bisschen Background-Infos gibt. Ich hoffe, wir gehen hier richtig lang. Ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, mich hier zurechtzufinden. Laura besuchen. Okay, dann machen wir das. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da treffen wir dann unsere Tochter und gucken mal, wie es hier weitergeht und was das gerade im Prolog war oder so. Bis dann!